Bleiben Sie bis zum Ende hier, aber jetzt lohnt es sich auf jeden Fall hier zu sein, denn wir kommen zur Staffelstabübergabe. Das heißt also, der Bundesratspräsident Dr. Peter Tschentscher übergibt den Staffelstab an die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Und die beiden begrüßen wir ganz herzlich hier auf der Bühne. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Und der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher. Herzlich willkommen. Ich darf Sie gleich bitten, hier an den Tisch mitzukommen. Wir stellen uns hier hin, dann haben wir noch einen kleinen Schnack. Wir haben nämlich zwei Dinge vor. Es gibt einmal das Einheitsbuddeln, da kommen wir gleich zu. Und es gibt die Staffelstabübergabe. So, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal gucken, das ist ja ein symbolischer Akt, wo der Staffelstab vom amtierenden Bundesratspräsidenten an die nächste Bundesratspräsidentin übergeben wird. Herr Tschentscher, Sie waren ja beide heute schon beim Festakt in der Elbphilharmonie. Da war ja die ganze Politprominenz aus Deutschland da. Wie war es denn für Sie? Wie haben Sie das heute erlebt? Frau Schwesig, vielleicht können Sie als Erste antworten. Also es war ein ganz toller Festakt und es ist ja nicht nur die Politprominenz da, sondern es sind vor allem ja auch Bürgerdelegationen aus allen Bundesländern da. Und wir haben gerade gesprochen, hinterher können wir immer noch mit den Bürgerdelegationen sprechen und das ist immer ganz toll. Das sind Ehrenamtliche aus dem ganzen Land und allen hat es gefallen und ich kann nur sagen, danke an Hamburg. Hamburg ist eine tolle Gastgeberstadt. Als Schwerinerin weiß ich, ich bin oft hier. Vielen, vielen Dank. Und auch wirklich nochmal an alle Künstlerinnen und Künstler, auch an den Moderator, Ihre Kollegin. Es war ein ganz toller Festakt, der Hamburg gezeigt hat, wie es ist. Ihr könnt das Klassische, Traditionelle, aber ihr seid auch super modern. Also es war toll, so viel Zuversicht, so viel Freude. Es hat gut getan in diesen schwierigen Zeiten. Ganz großes Dankeschön an Hamburg und natürlich an meinen Kollegen Peter Tschentscher. Na, das ist ja ein großes Kompliment und Sie waren ja auch so ein bisschen der Regisseur bei der ganzen Geschichte, zumindest Ihre Ideen waren da ja auch viel mit drin. Mit was für einem Gefühl sind Sie da weggegangen heute aus der Elbphilharmonie? Also ich kannte ja das Programm, wir haben ja einige Dinge selber organisiert. Was ich nicht wusste, ist, wie die Hip-Hop Academy auftritt. Und da war ich natürlich ganz begeistert, dass die jungen Leute so mit ihren blauen Klamotten und mit diesem Supergesang da so aktiv diese Botschaft geschickt haben, dass man in Hamburg auch wirklich gute Laune hat und dass das ja aus so einem Stadtteil, der international ist, dann auch mit so viel Begeisterung rüberkommt. Das hat mir am besten gefallen. Alles andere kannte ich und insofern war ich jetzt befangen zu beurteilen, wie es war. Ich freue mich aber, Manuela, wenn es dir und allen unseren Gästen gefallen hat. Also für die anwesende Presse festhalten, der Hamburger Bürgermeister ist Hip-Hop-Fan. Ich glaube, da können nicht so viele Ministerpräsidenten mithalten, würde ich sagen. Aber vielleicht Frau Schwesig, das also weiß ich. Also meine Tochter tanzt Hip-Hop, ja, in einer Tanzgruppe. Sie ist 8 Jahre und ich muss deshalb wirklich sagen, dass ich weiß, dass das einfach ein toller Tanzsport ist. Es war aber auch ein super cooler Song und was ich einfach toll finde, dass es dieses Jugendprojekt gibt und dass die so eine volle Präsenz hatten, wie Peter Tschentscher sagt, mit diesem strahlenden Blau. Und das zeigt einfach, dass die Jugend viel mehr drauf hat, als wir es ihr zutrauen. Wir sind nicht hier, um nur über Hip-Hop zu sprechen. Es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Aber wir wollen auch über den Bundesrat sprechen. Herr Tschentscher, und Sie sind ja der amtierende noch Bundesratspräsident. Vielleicht können Sie noch mal den Anwesenden hier erklären, was macht ein Bundesratspräsident? Warum ist unser Bundesrat so wichtig für unser Leben? Vielleicht in Kürze. Ja, in 3 Sätzen. Also natürlich, wir versuchen alle Länder zusammenzubinden in einem Quasi-Parlament, das sich an der nationalen Gesetzgebung beteiligt. Und das Gute an diesem Quasi-Parlament ist, dass wirklich ganz Deutschland Interessen und auch Sichtweisen, Kompetenzen einbringt. Und der Job des Bundesratspräsidenten ist einerseits, das Ganze zu repräsentieren, aber man muss im Hintergrund auch ganz schön viele Formalitäten klären. Also Briefe schreiben, schon darauf achten, dass die Dinge so quasi auch funktionieren, wie sie von der Verfassung her gedacht sind. Das ist nicht so schwer, weil man ganz viel professionelle Unterstützung hat, aber ein bisschen mitdenken muss man schon. Und deswegen ist das eine interessante Aufgabe, auch eine ehrenvolle Aufgabe. Und ich bin sicher, Manuela, dir wird es sehr gefallen. Du bist ja Profi und ich glaube, dass du auch ein sehr,
staatsfrauisches Bild dann abgibst, wenn du Deutschland, wenn du den Bundesrat nach außen vertreten kannst. Na, Sie sind ja eine norddeutsche Ministerpräsidentin, also ich glaube, das wird schon ordentlich. Aber wie ist denn die Stimmung im Bundesrat? Da sind ja Politikerinnen und Politiker unterschiedlicher politischer Couleur, die dort sitzen und diskutieren und Dinge beschließen. Wie ist die Temperatur im Bundesrat? Na, die kann unterschiedlich sein und ich sag mal, wir Norddeutschen, glaube ich, bringen da immer eine gemäßigte Temperatur rein, das ist auch ganz gut. Aber im Bundesrat gefällt mir gut, da sind eben 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten aus allen Bundesländern. Wir sind total unterschiedlich, Stadt, eher, ich präsentiere eher den ländlichen Raum, Süden, Norden, Osten, Westen. Und wir sind, unterschiedlich gewählt worden, vertreten unterschiedliche politische Farben, wobei als Ministerpräsident man immer Präsident oder Präsidentin aller Bürgerinnen und Bürger ist. Und das spürt man und das gefällt mir. Im Bundesrat geht es doch sehr sachlich zu. Und am Ende haben wir alle 16 ein Interesse, dass es vorangeht. Denn wir sind ja auch die Ersten, die es abbekommen, wenn es nicht läuft. Und zurzeit läuft gerade nicht viel, einiges nicht gut und wir kriegen es ab, wir wissen es. Und deswegen finde ich, ist es dort sehr konstruktiv und wir haben viel erreicht. Und ich will mich an der Stelle bei Peter Tschentscher bedanken. Er hat die Bundesratspräsidentschaft in sehr schweren Zeiten übernommen. Und alle 16 zusammenzuhalten, auch wenn wir konstruktiv sind, aber ist auch nicht immer so einfach. Und wir haben vor allem schnelle Gesetze auf den Weg gebracht. Ein Beispiel hat Herr Tschentscher heute selbst in der Rede gesagt. Wegen der Energiekrise mussten wir Gesetze beschleunigen zum Ausbau der Erneuerbaren. Das ging super schnell. Auch zum Beispiel die Hilfen für die gestiegenen Energiekosten. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht nur in Krisenzeiten so läuft, sondern ich habe mir jedenfalls vorgenommen, das zu übernehmen, dass wir wirklich Tempo machen und die Sachen gut zusammen mit dem Bund hinbekommen. Das war ja schon mal ein ordentliches norddeutsches Kompliment. Was war denn Ihr Highlight in diesem Jahr Bundesratspräsidentschaft? Also schwer zu sagen. Ich würde jetzt gerade sagen, wenn ich heute hier stehe, das ist schon der Festakt. Weil irgendwie das schon schön ist, dass diese Botschaft dann sozusagen in der Elbphilharmonie mit so Vielfalt dann rüberkommt. Aber es gibt ganz unterschiedliche positive Dinge. Es war sehr interessant für mich, auch im Ausland Deutschland den Bundesrat zu vertreten, weil man wirklich einen Blick kriegt, wie wir das in Hamburg ja wünschen, so einmal also in die Welt hinaus und von dort auf zurück auf Deutschland zu blicken. Dort habe ich nämlich erfahren, dass die Welt, also Südamerika, die Vereinigten Staaten, auch in Europa, guckt man eigentlich ganz positiv auf uns, dass wir wirklich eine besondere Art haben, die Regionen einzubeziehen. Das gelingt auf der Welt nicht überall so gut, dass die Nationalregierungen sich wirklich so austauscht mit den Regionen, dass dann am Ende einigermaßen Konsens aufkommt. Und deswegen bin ich immer wieder überrascht gewesen, wie positiv man von außen auf uns guckt. Und das, finde ich, ist auch eine gewisse Ermutigung, dass wir selber ein bisschen selbstbewusster auch sein können. Vielleicht ist unsere Verfassung gar nicht so schlecht. Wir sollten das nicht immer so negativ sehen. Föderalismus wird manchmal so als Flickenteppich bezeichnet oder die blockieren sich gegenseitig. Im ersten Moment sieht es manchmal so aus. Aber am Ende, wenn wir im Vermittlungsausschuss, Manuela Schwesig ist die Vorsitzende unseres Vermittlungsausschusses, wenn dann wirklich die Leute da sitzen, dann einigt man sich und dann ist wirklich so ein Geist, wir brauchen jetzt mal eine Lösung und wenn die Sitzung vorbei ist, dann müssen wir das auch verkünden, also einigen wir uns jetzt. Und das ist das, was unser Land braucht, so wie es auch der Herr Habert heute gesagt hat. Man muss im Leben, im privaten, im beruflichen Leben, man muss in der Politik Kompromisse finden. Es geht nichts ohne Kompromisse und das ist das, was wir zwischen Bund und Ländern oft sehr gut hinkriegen und in Zukunft noch öfter hinkriegen müssen. Herr Habert ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und Sie haben gesagt, ein Highlight war der Festakt heute, hat ja auch einen großen symbolischen Charakter. Und wir haben ja heute gleich zwei symbolische Dinge, die wir hier auf der Bühne tun wollen. Und das eine ist das Einheitsbuddeln. Und dafür gibt es einen Baum. Der wird gepflanzt und damit wollen wir so ein bisschen den Gedanken der Einheit weitertragen. Und da kriegen wir jetzt gleich einen Baum, den übergibt dann der Bürgermeister Peter Tschentscher an und der amtierende Bundesratspräsident an Manuela Schwesig. Ich gebe Ihnen auch mal kurz das Mikrofon. Wow. Oh, das ist so. Ein Finkenwerder Apfelbaum, Manuela. Ne? Vielen Dank. Den kannst du in deinem großen, ruhig hinstellen, wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, Bundesland,
an eine der schönsten Stellen pflanzen, die euch einfällt. Ihr habt ein Jahr Zeit, es zu euch zu überlegen. Und du verrätst mir dann, wo er eingepflanzt worden ist, dass ich ihn dann auch mal besuchen kann. Den dürfen Sie ruhig alles abstellen. Alles Gute mit diesem symbolischen Einheitsbaum. Super, guck mal. Vielen, vielen herzlichen Dank. Er wird einen Ehrenplatz bekommen. Wir haben ja gesagt, ein großes Land, also es wird irgendwo Platz geben, wo wir den Apfelbaum dann pflanzen können. Sonst hätte man gesungen, Clown, Clown, Applewood wie Clown. Aber das singen wir nachher zusammen. Das ist ein altes Hamburger Lied. So, dann lassen wir den Baum abholen. Der gehört jetzt Ihnen. Und wir sind gespannt, wo er dann in Mecklenburg-Vorpommern landet. Wer holt den Baum ab? Ja, der Richtige. Jemand, der es auch in unser Auto packt, würde ich sagen. Ja, also, dann darfst du ihn schon mal mitnehmen und dann kannst du den in das Auto von Frau Schwesig packen. Und wenn wir schon hier vorne sind, würde ich sagen, kommen wir direkt zur Staffelstabübergabe. Und das ist ein symbolischer Akt, denn offiziell geschieht das ja am 1. November. Aber wir machen das jetzt hier symbolisch vor Publikum. Und da warte ich jetzt kurz auf den Staffelstab. Der kommt jetzt hier, glaube ich, hinter der Ecke. Guck mal hier. So, der wurde im letzten Jahr von Bodo Ramelow an Herrn Peter Tschentscher, also dem Ministerpräsidenten von Thüringen, an Herrn Peter Tschentscher übergeben. Und jetzt haben Sie ihn und Sie dürfen ihn dann an Frau Schwesig übergeben und ihr noch ein paar gute Worte mitgeben. Ja, was soll ich Großes sagen? Alles ist gesagt. Manuela, ich wünsche dir viel Erfolg, eine glückliche Hand und viel Freude mit dem Bundesratsvorsitz. Und ich bin sicher, das wird ein super Jahr. Und dann im nächsten Jahr in Schwerin ein super Fest zur deutschen Einheit. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich sage nochmal ganz großes Dankeschön an unseren jetzigen Bundesratspräsidenten Peter Tschentscher. Peter, du hast es in einer, wie für uns als Mecklenburger und Vorpommern sowieso sympathischen Art, in einer norddeutschen, bestimmten, klugen Art gemacht, uns durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Ich hätte von jedem Bundesland den Staffelstab gerne übernommen, aber ich muss sagen, wir leben und arbeiten zusammen in der Metropolregion Hamburg. Das ist ein echtes Ost-West-Erfolgsmodell. Wir denken gar nicht mehr in diesen Grenzen. Und deshalb freue ich mich, dass ich den Staffelstab von Hamburg übernehme. Das sehen wir als gutes Omen für diese Bundesratspräsidentschaft. Und ihr wart unterwegs mit Horizonte öffnen. Und wir machen weiter mit vereint Segel setzen. In diesem Sinne lade ich Sie schon alle nach Mecklenburg-Vorpommern im nächsten Jahr ein. Nach dem Tag der Deutschen Einheit ist vor dem nächsten Tag der Deutschen Einheit. Es gibt guten Grund, ihn zu feiern. Ohne die Deutsche Einheit wäre ich nicht hier. Das wäre sehr, sehr schade aus meiner Sicht, hoffentlich auch aus Ihrer Sicht. Vielen Dank an Hamburg.